Die Frage nach einer Regelung für Anschlusstätigkeiten ausgeschiedener Regierungsmitglieder ist nicht neu. Sie wurde auch hier schon mehrfach ausgiebig erörtert. Anlässe für eine Diskussion über das Thema Karenzzeit wurden immer gefunden, beispielsweise der jetzt anstehende Wechsel des Kollegen Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn oder der Wechsel des ehemaligen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Werner Müller zur Ruhrkohle AG oder die Tätigkeit des ehemaligen Bundeskanzlers Schröder jetzt bei Gazprom. Und um hier die Fraktion Bündnis 90 Grünen nicht auszusparen, beispielhaft der Wechsel des Staatssekretärs im Landschaftsministerium Matthias Berninger zu einem Süßwarenkonzern. Die Liste ließe sich fraktionsübergreifend fortsetzen, insbesondere natürlich bei einem Regierungswechsel, bei einem Mehrheitswechsel ist dies oft eine logische Folge. Ich sage das alles nur, um klarzustellen, dass dieses Thema alle betrifft oder betreffen kann. Insofern gibt es auch keinen Grund, mit einem Finger auf andere zu zeigen. Ich weise aber auf Folgendes hin. Grundsätzlich, glaube ich, besteht Einigkeit darüber, dass Unternehmen, Verbände, auch NGOs ihre Wünsche, ihre Forderungen an uns Politiker herantragen und natürlich auch versuchen, Einfluss auf unsere Entscheidungen zu nehmen. Das ist von allen in Anspruch genommen und auch gewünscht. Vor diesem Hintergrund kann es deshalb kaum verwundern, dass meistens selbsternannte Transparenzwächter feststellen, ja, da besteht ein Anfangsverdacht sozusagen, da könnte irgendetwas im Zusammenhang mit der früheren Tätigkeit stehen. Und dass diese unterschwellige Behauptung immer wieder nach vorne gebracht wird, ist im Grunde genommen eigentlich dem Neidkomplex zu verdanken. Der Vorschlag der Linken liegt auf dem Tisch. Sie hätten ihn einfach nur in Paragraphen umsetzen müssen. Sie sind doch schon groß, das kriegen Sie doch hin, das müssen wir Ihnen doch jetzt nicht auch noch aufschreiben. Das Problem bei Karenzzeiten ist natürlich ein unmittelbarer Wechsel zwischen einem Ministeramt und einem Job in der Wirtschaft. Es entsteht der Eindruck, und ich benutze bewusst das Wort Eindruck, einer Interessenverquickung. Es entsteht der Eindruck eines Zusammenhangs zwischen der Entscheidung als Minister oder dann dem Jobwechsel und dann dem Jobwechsel. Und es entsteht der Eindruck, dass zunächst die Interessen der Gesamtbevölkerung vertreten werden sollten und jetzt die Einzelinteressen des Unternehmens. Ich spreche bewusst von Eindruck, denn schon dieser Eindruck schadet der Demokratie. Und natürlich sind wir uns alle einig, dass Karenzzeitenregelungen die Berufsfreiheit einschränken. Das streitet überhaupt niemand ab. Deswegen müssen Karenzzeitregelungen verhältnismäßig sein, weil unverhältnismäßige Karenzzeitregelungen fördern das Berufspolitikertum, was sie ja auch nicht unbedingt wollen. Wir sagen, die Karenzzeit soll sich an der Dauer des Regierungsamtes und dem sich daraus ergebenden Anspruch auf Übergangsgeld und der ressortmäßigen Zuständigkeit orientieren. Das ist jetzt ganz einfach. War jemand 6 Monate Minister, hat er 6 Monate Anspruch auf Übergangsgeld, hat er 6 Monate Karenzzeit, wenn er in einen Job wechseln will, der seiner ressortmäßigen Zuständigkeit entspricht. War er es 12 Monate, gilt das für die 12 Monate. Und die maximale Regelungszeit sind nach dem Ministergesetz 24 Monate. Ist ja nicht so schwer zu verstehen. Kommen wir jetzt mal zur ressortmäßigen Zuständigkeit. Auch das ist relativ einfach. Ein Landwirtschaftsminister zum Beispiel hat naturgemäß relativ viel mit Bauern zu tun und mit Kühen und auch mit Pferden. Ein Landwirtschaftsminister hat möglicherweise aber weniger zu tun mit dem Flugwesen, es sei denn, eine Kuh landet im Propeller. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn der Landwirtschaftsminister in das Flugwesen wechselt, er das unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem Ministeramt machen kann, weil wir haben ja nichts dagegen, dass sich das Flugwesen entwickelt. Das würde mir nicht skandalisieren. Wenn der Landwirtschaftsminister jetzt aber wechseln würde, unmittelbar nach dem Ausscheiden, in einen Job, der zu tun hat mit Bauern, Kühen und auch Pferden,
dann müsste er genau diese Karenzzeit einhalten. Das ist so einfach, wie ich es Ihnen erklärt habe. Der Vorschlag der Linken liegt auf dem Tisch. Setzen Sie ihn einfach in Paragraphen um und ersparen Sie sich selbst die Peinlichkeit, dass wir Ihnen auch das noch vorgeben müssen. Das wäre nämlich zu viel des Guten. Sie können Ihre Arbeit auch selbst machen. Die Vorlage haben wir Ihnen geliefert. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Straubinger, vielleicht laden wir mal unsere Berliner Kollegin zu uns nach Bayern ein. Nur mal so richtig auf dem Bauernhof, da gibt es noch ein paar mehr wunderschöne Tiersorten. Das war jetzt eine Einladung, Herr Lina. Mit der Einigung auf die nachfolgenden Eckpunkte tragen wir dem Koalitionsvertrag, aber auch dem SPD-Wahlprogramm und nicht zuletzt 38.000 Unterschriften, die Lobby Control e.V. gesammelt hat, Rechnung. Während Sie sich darin gefallen haben, uns Verschleppung des Prozesses vorzuwerfen, haben wir viele Fachgespräche, ich danke da auch ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU, geführt, die zum Gelingen dieser Regelung beitragen werden. Sobald die Wechselabsicht eines Regierungsmitglieds in die Wirtschaft vorliegt, wird eine gesetzliche Anzeigepflicht für Bundeskabinett und parlamentarische Staatssekretäre ausgelöst werden. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Regierungsamt, soweit man sich innerhalb der Karenzhöchstzeit von bis zu 18 Monaten bewegt. Voraussetzung ist, dass ein Interessenskonflikt attestiert werden kann. Hierbei wird ein Gremium vergleichbar der Ethikkommission nach EU-Vorbild unmittelbar nach der Anzeige durch das betroffene Regierungsmitglied dem Kabinett als Kollegialorgan einen Entscheidungsvorschlag über das Ob und die Dauer der Karenzzeiten machen. Das heißt aber auch, dass es im Ergebnis sein kann, dass gar keine Karenz angeordnet wird. Aber wenn sie angeordnet wird, soll sie in der Regel 12 Monate betragen und in besonderen Fällen bis zu 18 Monaten umfassen. Sobald Sie mehr fordern, greifen Sie intensiver in die Berufsfreiheit ein und übersehen dabei, dass auch die Intensität des Interessenskonfliktes geeignet sein muss, längere Zwangspausen zu tragen. Bei der Betrachtung dieser Eckpunkte darf das betroffene Regierungsmitglied auch nicht zum Objekt dieser Maschinerie werden. Auch dieser Akt kann und muss seinerseits gerichtlich überprüfbar bleiben. Gerade deshalb ist die Frage nach dem individuellen Interessenskonflikt Dreh- und Angelpunkt für das Ob der Anordnung einer Karenz. Beginnt damit der Interessenskonflikt schon alleine mit der Tatsache, dass ein Regierungsmitglied gewesen ist, oder setzen wir eine konkrete Befassung im Regierungsamt mit einer nahezu gleichen Verantwortungs- und Interessensbereich in der Wirtschaft voraus? Mit diesen Eckpunkten oder bald dem Gesetz, das vom Bundesministerium des Innern erarbeitet wird, werden wir zwar mediale Skandalisierung kaum unterbinden können, jedoch werden wir Interessenskonflikte frühzeitig erkennen und mit einer zeitlichen und sachlichen Karenz belegen. Ein Hinweis ist mir aber noch wichtig. So wie es bei arbeitsrechtlichen Wettbewerbsverboten in der Privatwirtschaft ist, so ist es auch bei Karenzzeitregelung für Regierungsmitglieder. Im Zweifel, da bin ich ja ganz bei Ihnen, nicht aufregen. Im Zweifel wird der Anspruch auf Übergangsgeld verlängert. Ich bin von der Richtigkeit überzeugt, dass der Staat auch das Übergeld gegebenenfalls verlängern muss. Aber das Übergangsgeld darf nicht das Argument sein, weshalb eine Karenz angeordnet werden darf. Das würde Ursache und Wirkung verkehren. Dann könnte man tatsächlich über Karenzzeiten von 3 bis 5 Jahren reden, aber würde auch gleichsam vor dem Bundesverfassungsgericht in eine Niederlage rennen. Zusammenfassend sind diese Eckpunkte eine fundierte Basis für eine wirksame Regelung. Wir halten Wort, wo Sie nur Reden halten. Der Bundestag hat es in der Hand, durch diese Gesetzesänderung ein Stück mehr parlamentarische Kontrolle auszuüben und die Ausübung dieser Kontrolle an die Regierung zu delegieren. Wir wärmen hier nicht alte Anträge auf, sondern Grüne und Linke, und Sie könnten sich als Abgeordnete auch ein bisschen mit der Geschäftsordnung befassen. Grüne und Linke haben von dem Recht der Geschäftsordnung Gebrauch gemacht, einen Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, den Sie seit 10 Monaten verschleppen. Seit 10 Monaten weigert sich die Große Koalition, über die beiden Anträge von Grünen und Linken zu diskutieren. Und nach der Geschäftsordnung des Paragraphen 62 haben wir das Recht, diese Befassung heute hier zu führen im Parlament. Vorgestern haben die beiden Fraktionen und nicht die Regierung, Herr Brandt, erklärt, dass Sie doch die Absicht haben, ein Gesetz vorzulegen. Meine Damen und Herren, verschlafen Sie doch so ein Thema nicht. Eine gesetzliche Karenzzeit ist überfällig, und zwar aus ganz vielen inhaltlichen Gründen. Sie schützt am Ende die Abgeordneten, sie schützt Regierungsmitglieder, wenn es eine klare gesetzliche Regelung gibt, und sie schützt die Privatwirtschaft, in die man wechselt. Und Sie stehen bei diesem Thema auf der Bremse. Weil es aber so viele Wechsel gibt, die immer
immer wieder öffentlich thematisiert werden. Deshalb kommen Sie so unter Druck. Das ist der Punkt. Der öffentliche Druck hat gewirkt. Deshalb hat man jetzt vor 2 Tagen erklärt, wir machen jetzt bald mal ein Gesetz. Die Frage ist nur, dauert es noch 3 Monate oder 5 Monate oder müssen wir erst auf den nächsten spektakulären Wechsel warten? Ich bin gespannt. Eine gesetzliche Karenzzeit gibt es bereits im Europaparlament. Sie gilt für Bundesbeamte längst. Und wir würden damit Klarheit schaffen für alle betroffenen Personen, wenn es einen Wechsel aus einem Regierungsamt in Berufstätigkeit gibt. Das hätten wir dann klar gesetzlich geregelt. Und ich glaube, das wäre im Interesse aller. Vielen Dank.